Herzlich willkommen zurück bei Tabletop TV. Julian und ich sitzen heute zusammen und wir wollen euch eine weitere Partie Freebooters Fate 2. Edition zeigen. Vielfach gewünscht auf YouTube und Facebook und sonst, wo wir gefragt haben. Und dann liefern wir auch. Und dann liefern wir auch. Ganz genau. Haben wir heute für euch ausgesucht das Szenario zu den Waffen. Und zwar fahren wir gleich mal mit der Kamera über das Spielfeld. Dann zeigen wir euch das. Unsere 90x90 Matte ist aufgeteilt in Drittel, je 30 cm. Und wir haben eine gemeinsame Aufstellungszone in der Mitte des Spielfeldes. Da haben wir jetzt schon mal zufällig Marker platziert, wo die Namen der Charaktere drunter geschrieben sind. Die haben auch schon ihre Ausrichtung. Genau. Die haben wir dann zufällig verteilt, einen Abstand von 8 cm zueinander und in der gemeinsamen Aufstellungszone. Die decken wir dann gleich auf und wundern uns, wo die alle stehen. No? Genau. Genau. Ziel des Spiels ist es, klar, Ruhmpunkte zu erlangen. Ruhmpunkte bekommen wir nicht nur durch ausgeschaltete und fluchtgeschlagene Charaktere. Gut gerettet. Ja. Sondern Julian und ich, wir haben beide jeweils einen Sammelpunkt. Und zwar ist das die Spielfeldkante auf unserer Seite. Und wenn wir einen Charakter der eigenen Mannschaft zu dem Sammelpunkt bekommen, dann kriegen wir die Ruhmpunkte in Höhe seiner Heuer, es sei denn, er ist angekratzt. Genau, dann gibt es nämlich nur die Hälfte. Die Hälfte aufgerundet. Und genau. Wenn einer unserer eigenen Charaktere dann auch zufällig über die eigene Spielfeldkante flieht, dann gibt es auch nochmal Punkte. Genau. Für die eigene Mannschaft, meine ich mal. Ne? Ja. Genau. Ja. So sieht's aus. Richtig. Wir stellen noch kurz die Mannschaften vor. Genau. Die gibt es gleich schön noch einmal auf dem Drehteller zu sehen. Fabians und meine. Und ja, was spielst du denn heute? Ich spiele die Piraten. Oh, verrückt. Ja, im letzten Battle-Rap hatte der Uwe die Piraten und ich die Bruderschaft. Heute spielst du die Bruderschaft. Der Uwe hatte gewonnen, ne? Und dann hast du dir gedacht, ich nehme mal die Piraten und mach dem Uwe das nach. Aber leider ist der Uwe Top 8 Spieler. Top 10. Das stimmt. Top 8, Top 8 im Ranking von T3. Wir sind nur Top. Ich habe hinterher erst nachgeschaut. Hätte ich mir vorher gucken sollen. Echt mal, hättest du ja vorher schon Pipi eine Buchse gemacht. Genau. Und weil heute so ein besonderer Tag ist, heute ist der 23. Januar. Weißt du, was das für ein Tag ist, Fabian? Ein Tag vor dem 24. Januar. Das auch, aber unnützes Wissen 300, heute ist auch der Miss-Deine-Fußgröße-Tag. Habe ich heute Morgen gelernt. Und da ich ja bekanntlich Schwachsinn wie ein Schwamm aufsauge, wollte ich euch das jetzt auch einfach mal so ein bisschen nahelegen. Also wer Bock drauf hat, Füße vermessen, ab in die Kommentare. Ja, aber wenn die das sehen, ist der Tag schon vorbei. Ja, das stimmt. Also morgen ist übrigens der Tag der Bierdose und der Erdnussbutter, habe ich heute nachgeguckt. Und der Komplimente, also noch netter sein als sonst. Du siehst heute übrigens auch schon wunderbar aus. Genau, so. Also wir werden jetzt gleich unsere Mannschaft präsentieren und danach dann einmal per Kamera die Aufstellung zeigen. Und dann geht's auch schon los. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch. Meine Piraten werden heute angeführt von Rubio und zwar aus dem Grund, ich habe nur Rubio und Rosso bemalt. Rosso kennen mittlerweile wahrscheinlich alle und Rubio ist halt einfach ein neuer Anführer, den wollte ich euch nochmal zeigen. Da habe ich als Gefolgsleute zwei Piratinnen und eine Tiradora, also weibliches Gefolge. Ich stehe auf die weiblichen Modelle, die der Werner knetet. Ich finde die super. Und im Spezialistenrang habe ich euch noch heute mitgebracht Lieutenant Crud. Auch die neue Figur, hatten wir die im letzten Battle Report eigentlich? Nee, ne? Doch, im ersten 2.0. Genau, da hatten wir die Starterboxen, ne? Genau. Also okay, dann kennt ihr Lieutenant Crud ja eigentlich und schon. Und Rubio auch. Genau.
Genau, und die werden dann noch unterstützt von Big Jenny. Die hatte der Uwe letztes Mal auch mit. Die hat aber nicht so lange überlebt. Wenn ich recht entsinne. Da hätte mich tierisch gefreut. Guck mal, aber heute muss sie überleben. Okay. Und ich habe heute meine Söldnerin noch eingepackt. Und zwar die gute Clara Cadora. Also, bei mir kann alles feuern. Bin ich mal gespannt. Das sind auf dem Kopf 500 Dublonen ohne Ausrüstung. Und dann schauen wir mal, was der Julian heute so eingepackt hat. Ich bin auch gespannt. Ja, so, dann möchte ich einmal kurz meine Mannschaft vorstellen. Ich habe, wie vorhin schon angedroht, die Bruderschaft mitgebracht. Das ist halt meine einzige Mannschaft, die ich besitze. Und ja, dann erzähle ich euch jetzt einmal ganz kurz, was ich denn so an Charakteren eingepackt habe. Ich habe auch 500 Dublonen auf den Kopf. Angeführt wird meine Mannschaft von Meisterassassinen. An Spezialisten habe ich eingepackt die Bonaccia, die gute alte Fechtmeisterin. Dann ihren Sidekick, den Apagado. Den wollte ich mal ausprobieren jetzt mit den neuen Sonderregeln, die er bekommen hat. Wie doll der so ist, das habe ich nämlich noch nicht geschafft. Und mein absolutes Lieblingsmodell, dem Jedo. Der Grund, warum ich die Bruderschaft spiele, weil das Modell einfach mega ist. Den hast du ja auch super bemalt. Ja, das... Ja, ne? Wahnsinn. Wenn du was kannst, malen. Nee, hauptsächlich. Spielen werden wir gleich sehen. Nee, du weißt doch, dass ich nicht spielen kann. Das haben wir schon so oft ausprobiert. Ich und Spielen, wir werden keine Freunde dieses Leben. Die Kamera läuft, ich werde verlieren. Aber ich habe dich unterbrochen, du hast noch eine Volksleute. Nein, ist ja alles gut, genau. Und dann habe ich auch noch der Folge Volksleute 3 eingepackt. Und zwar einmal ein Batidore, dann eine Flotte Harlekin und ein Spada. Ich wollte die alle drei einfach mal ausprobieren, wie die sich jetzt so verhalten. Und das war's auch. Jetzt bin ich gleich auf jeden Fall mal gespannt, wie die Charaktere alle stehen und ob ich da schon die Hände über den Kopf schmeißen kann. Genau. ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir haben aufgestellt, wie ihr seht. Hier drüben zwei Piraten, Rubio und die Piratin. Da vorne mit dem Rücken zu Rubio ist Miedo. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, ja. Dann haben wir hier noch den Spada in der Mitte des Feldes so und Bonaccia. Genau. Da oben steht der Apagado. Oben auf der Treppe steht Apagado. Genau. Mit Blick gegen Heimat. Ne? Ja, genau. Hier ist nämlich mein zu. Oder? Dazwischen ist noch die Piratin. Mit dem Rücken zu Apagado ist nichts gut. Jetzt sind wir mit Miedo. Genau, dann haben wir hier drüben noch da hinten den Batitore am Haus und Harlekin hier vorne an der Treppe. Ja. Clara Cadora hat sie aber schon im Visier. Auf jeden Fall. Und hier schön eingekreist von den dicken Wummen, mein Meister-Assassine. Genau, wir haben den Crud, Big Jenny, die Tiradora und den Meister-Assassine. Boah, guck mal, da steht er. Schafft die arme Sau. Ja. Haben wir alle eingefangen, ja, ne? Ja, Hammer. Das alles ist klar. Ein Mordspaß. Dann bereiten wir uns jetzt vor auf die Runde 1. Wir wünschen euch viel Spaß. Startfrei zur Runde 1 und die beginnt bekanntermaßen mit dem Ziehen der Initiative. Der Julian ist zu Gast bei mir, der darf zuerst ziehen. Das ist sehr nett, dann kriege ich wenigstens... Du hast auch mittlerweile, glaube ich, fast den längeren Bart. Nein, habe ich nicht. Aber er übt. Okay. Ja, ich guck mal, wo das hinführt und dann machen wir das wieder weg. So, ich ziehe mal eine Kali. So, kannst dich schon mal einkacken. Jawohl. Eine 7. Das heißt, der Julian hat die Initiative, aber ich krieg ein Schätzchen. Oh Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Also, ich aktiviere als allererstes mein Miedo, weil ich krieg so selten die Chance, den zu spielen. Und der gute Mann möchte sehr gerne einfach mal einen Sturmangriff hier auf deine Piratin machen. Mal schauen, ob das passt. Und dann haue ich den nämlich schon schön in den Rücken, wie ich das Miedo sehe. Ist übrigens furchterregend, das heißt, ich muss einen Moraltest machen. Genau, erstmal muss ich ja schauen, ob ich überhaupt ankomme. Ja. Das sind mit 12 cm, also 24 cm. Das sind dann 22, ist das kein Problem. Dann komme ich nämlich schön angelaufen. Ich schaffe den Moraltest mit einer 6. Zack. Und senz dir mal in den Rücken. Finde ich.
Okay. Können wir das on the fly aussuchen? Oder? Ja, ich denke, das kriegen sehr gut. Hin. Was hast du denn? So, ich habe gewählt den Unterleib. Treffer. Und den Torso. Treffer. Ja, schön. Dann nehme ich einfach mal den Unterleib, sofern ich den kritischen Schaden mache. Ich habe eine Stärke von 10. Ja, plus du mal Griff sind 12. Plus eine wunderschöne Karte. Ein Schatz. Und ich habe einen Widerstand von 2 nur noch die Piratin. Plus die 4 sind wir bei 6. Aber du hast 11, ne? Das heißt, nee, 13 sogar. Ach ja, 13, genau. Das heißt 9 Schaden. 9 Schaden. Ja, und kritisch. 9 Schaden, obwohl du so scheiße gezogen hast. Und die Piratin hat 9 Lebenspunkte. Ja. Aus die Maus. Ich aktiviere Lieutenant Crud. Mit der ersten Aktion werde ich zielen und mit der zweiten Aktion werde ich schießen auf den Meister Assassin. Oh oh, der kassiert jetzt, oder? Das heißt, ich habe 3 Angriffskarten durchs Zielen und du hast 4 Verteidigungskarten durch die Blitzreflexe. Genau. Ich bin nämlich ein Super Ninja. Dann nehme ich mal die beiden nicht. Ja, ich bin bereit. Okay. Ich schieße in den rechten Arm. Verdammt. In die Beine. Die habe ich. Und in den Torso. Den habe ich auch. Okay, also ein Treffer in den rechten Arm. Ja. Dann, meine lieben Leute, müssen wir ausmessen, wie weit er entfernt ist. Eine Bombarde, nämlich eine Reichweite von 40 cm. Dann gucken wir mal, ob ich in halber Reichweite. Ja, das ist definitiv halbe Reichweite. Das heißt, wir haben die hohe Stärke von 7. Plus Schicksalskarte 5, bei 12. Und ich komme auf eine wunderschöne 3, plus eine 3 sind 6. Das heißt 6 Punkte Schaden. Guck mal, ob das kritisch ist. Eine 4. Kritisch in den rechten Arm. Rechter Arm, du hast keine Armbrust mehr. Und die Bombarde hat umhauen 4. Ich habe 6 Schaden gemacht, das heißt, er wird auch umgehauen. Yep. Das heißt, ich liege jetzt hier rum. Hallo. Rum. Ich liege hier rum. Ja. Okay, musst du testen? Nee, noch nicht. Ne? Nein, ich habe nämlich auch noch nicht abgestrichen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war das letzte Feld. Du musst testen auf die 7. Alter. Auf die 7. Es geht schon wieder los. Und ich habe eine mutige 2 und krieg einen Schatz. Der da ist. Ja, das war doch schon mal blöd. Gut, dann bin ich wieder dran. Ich möchte dann jetzt meinen liegenden Meister-Assassin gerne aktivieren, damit er da nicht die ganze Zeit rumliegt und von allen Seiten ungeschützt befeuert wird. Bedeutet, ich möchte mit dem aufstehen. Einfache Aktion. So, da ist er wieder. Ja, so. Und dann möchte ich gerne mit ihm in den Nahkampf einfach gehen. Das sollte reichen. Mit 10 kommst du vorne dran. Ja. Mit 12 kommst du vorne. Bedeutet, ich stelle mich so hin, dass die Front nach da zeigt. Und das war es dann von mir auch. Schon wieder, Fabian, du bist dran. Die Piraten aktivieren die angeheuerte Söldnerin Clara Canora. Und sie möchte sich mit einer einfachen Aktion erstmal hier rüber bewegen, um ein freies Schussfeld auf Harlekin zu bekommen. Ja. Und ich spiele dann einfach mal die Bananenschale. Oh Gott, wo spielst du? Oh Gott, da just am Ende deiner Bewegung. Da dürfen wir gerne einmal gucken, ob du dich hinlegst. So, bei einer Dublone wird der Charakter dann umgehauen. Und dann sind wir mal gespannt. Was sagt das Publikum? Es ist eine Dublone. Herrlich! Okay. Doc. Dadurch liege ich jetzt am Boden. Kommt auch nicht so häufig vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich, glaube ich, selten gehabt, dass die Bananenschale funktioniert. Ja. Tja, aber die Kamera läuft ja, wie ihr wisst. Dann funktioniert alles bei mir. Gut, dann muss ich mit der zweiten Aktion aufstehen. Hahaha. Also da steht sie. Ja. Meine Palme im Weg. Die Bruderschaft ist wieder am Start und sie hat noch einen hinterhältigen Plan auf Lager und ich möchte gerne meinen Batitora aktivieren und mit ihm einen Sturmangriff auf deine Tiradora machen und dann in Kombination mit dem Meister Assassin hier einen auf die Mappe hauen. Was haben wir da? 12 cm? Dann kommt er an hier.
10 können wir ja, ne? Also 20 anstellen. Ja, das heißt, ich kriege auf den Bonus. Genau. Und dann möchte ich dir gerne einen verpassen. Aber du hast viel zu viel rumgetrunken. Ja, das stimmt, aber... Ach man. Okay, dann hau mal drauf. Ja. Ich habe mich für den rechten Arm entschieden. Ich auch. Okay, ich habe mich für den linken Arm entschieden. Ich nicht. Und für den Kopf. Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch. Mehr Karten hatte ich halt. Das heißt, linker Arm ist Trumpf. Ja. Alles klar. Ich habe eine Stärke von 7 plus 2 sind 9. Plus, ich greife mal hier rum, eine wunderschöne 3. Super, ey. Ich habe wieder... 12. Aber ist auch okay. Ist schon spät mit Riffen, ja, habe ich es jetzt nicht mehr so. Alles doof. Die Tiradora hat einen Widerstand von 2 plus die 8. Soweit 10. Immerhin 2 Schaden. Immerhin 2 Schaden. Gucken wir mal, ob das kritisch ist. Es ist schatzkritisch. Nein, ich? Ja, es ist eine 2. Ja. Oh, wo war das jetzt? Im Kopf? Nee. In den rechten Arm. In den rechten Arm. Den rechten hatte ich doch. Ja. Nee, dann war der andere Arm. Den du nicht hattest. Rechts. Ja, links. Ja, dann ist es der linke Arm. Und ich bekomme. Als Bonus aufbauen. Ja, den Spion. Allerdings spiele ich die wunderbare Genesung. Ja. Und ein kritischer Treffer hat außer des Schadens keine weiteren Auswirkungen. Auch aber ich habe dir ja noch keinen kritischen gemacht. Doch, hast du doch jetzt gemacht. Kritischen? Ach ja, stimmt. Ja. Ich Doofi. Ja, hast ja recht. Ja, das war doch ganz schön. Aber nicht ganz so viel Schaden. Aber das ist doch in Ordnung. Und damit ist der Fabian jetzt wieder dran. Ich aktiviere Rubio, den alten Haudegen. Oh. Und der Rubio wird mit seiner ersten Aktion auf den Sparda hier schießen. Oh je. Gucken wir mal, ob das reicht. Der hat eine Duellpistole mit einer Reichweite von 40 cm. Ja, das sind nämlich nur 26. Das heißt, überlange Reichweite. Ja. Oh, und du schießt mir sogar in den Rücken rein, ne? Genau, du hast nur 2 Verteidigungen. Ja, das ist natürlich mies. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Dann hau mal einen raus. Unterleib. Hab ich nicht. Linker Arm. Habe ich nicht. Gut, dann würde ich den Unterleib wohl nehmen. Ja. Ich mache auf lange Reichweite, habe ich eine Stärke von 4. Dazu kommt eine satte 1. Wow. Und ich verteidige mit einer unglaublichen 6 plus einer 2, das macht 8. Nichts passiert. Nichts passiert, aber Waffe entladen. So, mit der zweiten Aktion gebe ich der Piratin, die unmittelbar neben mir steht, mal die Karte kurz weg. Gebe ich ihm Befehl, sich zu bewegen. Oder? Nee, eigentlich kann ich auch schießen. Ich schieße. Ich kann ja 10 cm durch den Wald durchgucken. Das ist viel besser. Das ist viel besser. Das ist viel besser, bist ja. Bist du dir da sicher? Ja. Die Piratin schießt. Und zwar brauchen wir da dann neue Karten. Ja. Haben wir. Und schon wieder frech in den Rücken. Und das ist noch mein Part. Ist aber nicht schlimm. Zu sein. Guck mal, die Reichweite passt. Das ist aber lange Reichweite. Ha. So, ich schieße dir in die Beine. Hat er nicht. In den Torso. Nee, hat er auch nicht. Nimm doch mal die Karten, die ich habe. Ja, verdammt. Ja, dann nehme ich doch die Beine, würde ich sagen. Ja. Hab auf lange Reichweite mit der Piratin eine Stärke von 4 plus die 6. Sind wir bei 10. Und ich habe eine 2 plus eine 8. Sind wir auch bei 10. Ja, läuft gut. Prall ab. Überhaupt kein Problem. Ja, das war natürlich viel Lärm um nichts. Um das mal so zu sagen. Und dann überlege ich mir jetzt mal meinen nächsten Zug. Alles klar. Meinem Sparer hat halt jetzt überhaupt nicht gefallen, da hinten so schön beschossen zu werden. Und der möchte sich jetzt einfach mal ein wenig hier in die Deckung verziehen. Und dann gucke ich nächste Runde mal, was man mit dem was so anstellen kann. Das heißt, ich möchte zweimal einfach laufen. Einfach zweimal. Und laufe dann schön 20 cm. Ups, das war... Ungeschickt. Ungeschickt. Aber so bin ich halt. Bis hierhin. Du hast die Sonderregel ungeschickt ausmessen. Mega. Ungeschickt ausmessen. Und ich platziere mich mit dem Rücken zu mir. Ja. Das war es dann auch schon von mir wieder mal. Ich aktiviere Big Jenny und werde mich 10 cm in Richtung Meisterassassin bewegen. Komm nur her. Ja. Komm nur her. Drumherum. Und werde den Meisterassassin beschießen. Allerdings befindet er sich im Getümmel und ich könnte auch Tiradora treffen. Insofern
haben wir jetzt gesagt, die weiße Karte. Achso, wir müssen jetzt erstmal schauen, ob du die triffst. Das machst du mit einer Schicksalskarte. Okay, genau. Weiß ist cool, ne? Weiß ist cool. Das ist eine schwarze 9, die ist halt uncool. Genau. Gut. Und jetzt, wir haben eine helle und eine dunkle Karte. Nee, ich treffe mich. In direktem Basenkontakt ist nur die Tiradora. Ach so. Oh. Genau. Das ist schlecht. Wie machen wir das denn? Das ist schlecht. Ja, du wählst jetzt für Tiradora 3 Verteidigungskarten aus. Okay. Dann nehmen wir 3 Verteidigungskarten. Ich schieße mir selber in Bein und Torso. Ja, ich habe linken Arm, Kopf und Unterleib. Ach scheiße, treffe ich mich auch noch, ne? Ja. Mann, was ist denn das für eine Reichweite? Das ist 15, das ist doch blöd. Das ist sogar halbe Reichweite, also Stärke 5 plus 2, sind wir bei 7, das ist in Ordnung wiederum. Ja, 7. Und Widerstand 2 plus 5 ist auch 7. Da haben wir Glück gehabt. Kein Schaden. Kein Schaden. Und eine Schatzkarte, das war dein Plan. Ich aktiviere meine Harlekina, die gute Dame da, und möchte einmal auf die Clara Wurf messern. Oh Gott. Okay. Ja. Was haben wir denn? Also, können wir gleich gucken. Eine Reichweite von unter 10. Das ist, glaube ich, ganz schön. Dann habe ich sogar eine unglaubliche Stärke von 4 gleich. Und Gift. Und Gift hat er auch noch. So, ich möchte dir gerne in den Unterleib werfen. Treffer. Treffer. Mhm. Und ich möchte dir gerne in den Kopf werfen. Treffer. Yes. Dann möchte ich, dann entscheide ich mich für den Kopf. Okay. Hab eine... Moment. Oh oh. Ich spiele so ein Pech aber auch. So ein Pech aber auch. Du ziehst jetzt 2 Karten und ich suche mir eine aus. Okay. So, da hast du dann die Qual der Wahl. Ja, dann nehme ich wohl die 4. Nimmst du wohl die 4. Gut, dann mache ich 9 Schaden. Okay, ich habe einen Widerstand von 3 plus 5 sind 8. Das heißt, du machst 1 Schaden. Ein Gift. Ein kritisch im Kopf. Ein Giftschaden, kritisch in den Kopf. Toll. Allerdings machst du 1 Schaden weniger, weil ich agil bin. Also nur den Giftschaden. Ach ja, stimmt. Du bist ja voll agil. Ist er denn? Bin ich auch. Ja, dann sowieso nur den einen Gift. Ja, also ändert sich nichts. Ja, ändert sich nichts. Und weil er so schön war, nochmal. Messer ich dich einfach nochmal. Okay. Und zwar klassisch rechts-links. Ärgerlich. Rechts-links. Ja. Puh, noch einmal Glück gehabt. Dann schlag ich mal zurück. Vielleicht. Ich aktiviere die Tiradora und ich werde mit der ersten Aktion auf den Meisterassassin schlagen. Und zwar habe ich mir da ausgesucht, den Torso. Den habe ich nicht. Und den Unterleib. Den habe ich. Okay, ein Treffer in den Torso mit Stärke 6 plus eine 7 bin ich bei 13. Okay, ich habe eine 9 plus... Meine 3 sind 12. Ein Schaden. Ein Schaden. Ich bin begeistert. Aber guck mal, ob der kritisch ist. Ja. Und ich muss einen Moraltest machen. Ob der kritisch ist? Ich ziehe eine 8. Nein, er ist nicht kritisch. Und ich mache einen Moraltest. Ich ziehe eine 7. Ich habe eine 7. Ich bleibe mutigst stehen. Okay, dann musst du dir leider noch einen Treffer einfangen. Ah. Also einen. Du kriegst jetzt was auf den Kopf drauf. Ja, dann ist das halt so. Gut. Immerhin. Wieder auf den Meisterassassin, ja. Und zwar linker Arm. Habe ich nicht. Und Torso. Habe ich nicht. Wo hat er den kritischen schon? Im rechten. Im rechten. Dann nehmen wir den linken Arm. Wieder Stärke 6 plus Schicksalskarte. Ich ziehe eine 8, bin dabei 14. Oh. Und ich ziehe eine 4 plus 3 sind 7. 7 bedeutet Schaden. Ja, ich habe 14, du hast 7 insgesamt. Ja. 7 Schaden. Oh oh. Das reicht, um den Meister aus der Schienen zu verabschieden. Tot. Ich aktiviere meine Bonaccia und möchte hier gerne um das Haus rumlaufen. Und ja, tu das jetzt mal, sag ich mal so. Ich kann 24 cm gehen, heißt ich lande, also ich kann am Yellow vorbeilaufen, aber ich möchte mich einfach
beim Jedo dran stellen, weil ich es kann. Also, da ist er. Sie. Fertig. Du bist dran. Ich aktiviere die Piratin, die ja gerade über den Befehl nur geschossen hat, und werde sie hier hinter die Kisten bewegen. Ich habe das gerade schon ausgemessen, das sind 20 cm. Das stimmt. Komplex. Mich hier hinbewegen. Da ist er. Ich habe jetzt noch meinen Apagado, den ich aktivieren kann. Und ich möchte gerne mit dem Apagado einen hinterhältigen Angriff auf die Piratin machen. Genau, wir haben das jetzt gerade schon mal ausgemessen. Mit dem Runterspringen und hier rumlaufen kommt das sehr gut hin. Und dann stehe ich am Ende hier im Basenkontakt mit der Piratin und guck mal, was jetzt so passiert. Wir haben unsere Karten weise gewählt, denke ich zumindest. Und ich versuche dich in den Unterleib zu treffen. Hallo, was ist das? Ach, der Kopf. Hallo, auch sehe ich. Rechter Arm. Ne, ich habe den linken. Ja, jetzt nehmen wir den genommen. Ich habe eine Stärke von 7 plus Gift plus eine 5. So bei, mit Gift bei 13. Jetzt 13. Ist und mal eine für mich? Ich ziehe mal für dich. Du hast das da. 7 plus 2 sind 9. Also 5 Schaden. Ne, 13 war mit Gift. Ach, kacke. 13 sind also 4 Schaden. Ich spiele aber noch Glück aus. Der Wert an der zweiten Schicksalskarte wird... Nee, ich spiele Spion. Den habe ich hier. Also nicht. Rein. Ja. Okay. Also 4 Schaden und möglicherweise kritisch? Nein. Nicht kritisch. Das ist eine super 10. Das war deine letzte Aktivierung? Das war meine letzte Aktivierung für diese Runde. Runde 2. Wir schauen mal, was ich finde. Oh, ich habe eine 9 gezogen, meine Ini. Und ich habe eine 7. Damit ist die Initiative bei dir. Dank Meister der Taktik von Rubio konnte ich mir die ersten 5 Schicksalskarten angucken. Ich hatte eine sehr gute Idee und dann habe ich mir die Karten angeguckt. Insofern werde ich jetzt Clara Cadora aktivieren und eine komplexe Bewegungsaktion machen. Aha. Und zwar sind das 24 cm. So schnell ist sie? Ja. Nee. In Richtung, auch ist gar nicht mehr drauf, aber bis hier vorne hin. Voll auf Split. Tschüss. Ich hab mal geschmeidig feige, du. Hier unten. Moment. Ja, die aufmerksamen Zuschauer, die werden jetzt eventuell schon bemerkt haben, dass dieser hinterhältige Angriff, den ich gerade durchgeführt habe mit Apagado, überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich habe nämlich noch die alte Karte im Kopf und da hatte der nämlich den hinterhältigen Angriff. Jetzt hat er die Blitzattacke, sprich der Julian hat gerade gefudelt, der olle dumme Hund. Und ich hab's auf Video. Ja, und er hat's auf Video. Dafür haben wir der Piratin jetzt die Lebenspunkte wiedergegeben und ich habe mich einfach nur komplex bis in Basenkontakt bewegt. Habe ich verdient. Dafür möchte ich dann jetzt diese neue Fähigkeit von ihm ausprobieren und dann mal die Blitzattacke auf die Piratin machen und mal gucken, ob ich dann jetzt einfach mal Schaden generiere. Attackier mal blitzartig. Attackier mal blitzartig. Ich versuch's mit dem linken Arm. Oh, den triffst du. Und die Beine. Oh, die triffst du. Gut, dann nehme ich den linken Arm und ich versuche es mal mit einer 5 plus die 7 plus das Gift macht geschmeidige 13. Okay, ich habe einen Widerstand von 2 plus 10 sind 12, also ein Schaden. Oh, ein Schaden. Aber der ist... Nee, guck mal, kritisch. Ah doch, du hast ja alles getroffen. Ja, wohin links, denn? Genau, links, links. Links? Links, 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 links. Okay. Ich bleib bei links. Gut, dann sind wir immer noch bei deiner ersten Aktion. Jawohl, mit der Blitzattacke darfst du 2 Angriffe ausführen. Richtig. Mit einer Aktion. Der Fabian hat mit seiner Voraussicht, Meister der Taktik. Meister der Taktik. Genau. Hat er, da sieht er nämlich jetzt schon kommen, was so passiert. Was nehme ich denn jetzt mal? Gut, ich habe gewählt. Okay. Ich nehme den Torso. Ja, Treffer. Und einen rechten Arm. Ja, Treffer. Ja, dann nehme ich dir auch noch den rechten Arm. Okay, dann hast du eine Stärke von plus 6. Ja, das sind dann 14. Gut, ich habe einen Widerstand von 2
plus 3 sind 5. Das hört sich nach kampfunfähig. Oh, hört sich das an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fallen wir da wie die Fliegen. Fein. Also habe ich jetzt noch. Oh, Blitzattacke ist auch gar nicht so verkehrt, du. Nee, das ist ganz gut. Du hast jetzt noch eine Aktion. Ich habe jetzt noch eine Aktion über. Und mit dieser Aktion möchte ich einfach gerne in Basenkontakt mit Rubio gehen, okay, weil der da gerade so rumsteht und ich mag es nicht, beschossen zu werden. Dann kein hinterhältiger Angriff, ja? Nee, einen offensichtlichen Angriff machen wir jetzt. Okay. Auch wenn der mit der Hand Subs macht. Aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Ja, schön. Der kleine Fabi aktiviert die Big Jenny und sagt einen Sturmangriff an auf den Batitore. Oh nein. Und zwar reicht das. Das sind 15... Oh, 16 cm. Ja, das sieht doch gut aus. Soll mal schieben? Schieb mal ran. Okay, und ich krieg die Unterstützungsattacke durch Tiradora und hau dir auf den Unterleib. Den hat er. Torso. Hat er nicht. Rechten Arm. Jawohl, ja. Oh Gott. Okay, also treffe in den Torso. Mhm. Ich habe eine Stärke 9. Plus Sturmangriffsbonus bin ich bei schön 11. Oh oh. Genau. Plus du weißt, was ins Karte kommt. Plus eine 6. Boah, eine 17. Und ich ziehe eine 4. Plus 2 sind 6, sind 11. So viele Lebenspunkte hat der Mann gar nicht. Genau, 11 Punkte Schaden und der Batikore ist drüber. Der hat nämlich nur 10. Ich aktiviere meine Harlekin. Möchte jetzt ein Stück hier rüber werfen und dann werfe ich einmal meinen Todesmessern aus der Hölle. Dann laufe ich ungefähr bis hier. Und werfe einfach auf die Tiradora. Oh, okay. Wieso? Wohin wirfst du hin? Ich werfe auf die Beine. Oh, die habe ich doch. Und den Kopf. Oh, den Kopf habe ich auch. Klassiker. Ja, schade. Damit ist meine Runde auch schon verübt. Ich sag einen Sturmangriff mit Tiradora an. Wir bleiben gleich mal hier in der Ecke auf die Harlekin. Und das sind aber unter 10 cm, das heißt, ich kriege den Bonus nicht. Kannst du einmal so machen. Genau. Zack. Steht sie da und ich hau deine Harlekin in den Torso. Den habe ich. Nee. Und in den Unterleib. Nee. Den hast du nicht, siehst du? Ja, hab ich nicht gewusst. Sehen. Oh. Da müssen. Achso, hast du schon. Hab ich schon gemischt, ja. Sehr schön. Ich habe eine sagenhafte Stärke von 6 und ziehe eine weitere 6. Boah. Sind wir bei 12. Und ich ziehe eine 7 plus meine 2 macht eine 9, also der Schaden 3. 3 Schaden. Vielleicht kritisch? Du darfst. Ja. Ich ziehe eine 1 kritisch in den Unterleib, bitte. Dann ist mein Unterleib flöten gegangen. Und weg. Und wie viel Schaden war da? 3, ne? 3. Ja, 1, 2, 3. Schön. Also nicht schön, aber genau. Toll. Musst du irgendwie testen oder sowas? Nein, da, ich habe noch ein weißes Kästchen über. Schade, schade. Gott sei Dank. Ich versuche jetzt mal hier diese... anders. Meine Bonaccia möchte gerne einen hinterhältigen Angriff auf Big Jenny machen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das reicht, aber ich möchte es trotzdem tun. Dann schauen wir einmal ganz kurz. Ja, das sind leider 25 cm. Genau. Sag schade. Schade, ja, genau, ja. Sehr schade. Beim also, hinterhältigen Angriff bewegst du dich dann eine einfache Aktion Richtung Gegner. Beim Sturmangriff musst du in der zweiten Edition die volle Distanz genau. Dich bewegen. Also bleibe ich jetzt da. Dann stehst schmeidig du stehen. Dumm rum. Dumm rum. Das kann ich. Rum vor allem. Dumm. Ich aktiviere meinen Lieutenant Krat und versuche mit seinem Holzbein noch tatsächlich einen Sturmangriff auf die Harlekin. Captain Hinkebein. Captain Hinkebein, genau, das sind satte 16 cm. Gucken wir mal, ob das hinkommt. Nee. Gucken wir mal hier. 16 cm. Der ist aber. Es ist knapp, aber ich darf mich ja die volle Distanz bewegen. Kannst du das mal bitte machen? Ja, mache ich doch. Das dauert zu lange, ne? Ja, ja, genau. Schieb einfach hin. Genau. Ja. Tada. Gut. Ich aktiviere meinen Spada und laufe einfach da in Richtung Apagado und Rubio, weil der möchte da
mitmischen bzw. die ganze Geschichte mal unterstützen. Das waren einmal 10 und nochmal 10. Fertig. Meine letzte Aktivierung in der Runde ist mein Kapitän Rubio. Rubio. Erste einfache Aktion ist eine Attacke gegen Apagado. Ah, und ich versuche den Torso zu treffen. Hast du. Und den Unterleib. Hast du auch. Okay. Dann machen wir direkt die zweite Attacke. Kann ja wohl nicht angehen, dass da nichts durchkommt. Okay, are you ready? Yes. Torso. Es ist eine liebige Karte. Ah ja, okay. Linker Arm. Verdammt. Hast du den nicht? Nein. Oh, das ist sehr, sehr gut. Naja, das ist eher kacke. Dann habe ich nämlich jetzt eine Stärke von 8, muss ich dir sagen. Bäh. Plus eine 9. Super. Warte, ich muss die zeigen, das glaubt mir ja keiner. Nur bei 17. Kack. Ich habe eine 8. Oh. Immerhin. Plus 11. Eine Dryzen 11. Also 6 Punkte Schaden, bäh. Mein Freund. Bäh. Ja, dann gucken wir, ob kritisch, ob mein linker Arm flöten geht. Nein. Ha. Aber ich muss Morates machen, ob ich eventuell den Schuh mache. Es ist eine 4. Ich bleib so mutig. Yes. Mein Miedo möchte hier gerne gleich in der nächsten Runde ein bisschen mitmischen und läuft dann dementsprechend ein wenig. Jo. Du bist komplex hinters Haus. Ich lauf sowas von super komplex irgendwo hin. Achtung, festhalten. Jetzt kommt. Wenn nicht schwindelfrei ist, hat ein Problem. Oh nein. Ja, dann gibt's dort in der nächsten Runde. Flugdrohne. Wahrscheinlich richtiges Gebusch. Richtiges Gemäsch. Es gibt doch keine Flugdrohne. Das ist irgendeine Brieftaube von Conejo oder die eine Kamera. Wir sehen uns in Runde 3. Tschüss. Immer geschmeidig atmen. Runde 3, Initiative. Ich ziehe eine Karte. Ich hätte gern eine neue Karte. Ich habe eine 5. Ich habe eine Schatzkarte. Du kriegst doch einen Schatz. Was hast du denn für ein Problem? Ja. Aber ich habe die Inni. Ja, setze Problem. Und ich gucke mir jetzt, dank Meister der Taktik, die nächsten 5 Karten an. Das machen wir jetzt mal zusammen. Dann könnt ihr mal ein bisschen mittaktieren. Okay. Nachkommt. Okay. Wenn ich jetzt schon das Video gucken könnte, wüsste ich, was da passiert. Und danach kommt. Es gibt ganz Ausgewiefte, die schreiben sich die Reihenfolge auf. Das ist aber ein ganz dreckiger Trick. Nein, das machen wir nicht. Wir können nämlich nicht schreiben. Oh, seht ihr was dort? Alter Schwede. Alles okay. Voller Schatzkarte. Und jetzt wird gerechnet. Ich aktiviere dann auch direkt den Meister der Taktik und mache eine einfache Aktion Attacke und hole dir in den linken Arm. Ja, meinst du auch nur so. Und in den Torso. Ja, das hast du dir aber so gedacht, du. Gut, hauen wir nochmal drauf. Komm, lass direkt liegen, dann mache ich was. Nee, warte, ich gebe dir die Karten wieder. Oh, das ist aber nett. Achso, ich sollte noch welche anderen dazu nehmen, ne? Mhm. Oder ganz an, ich weiß es doch auch nicht. Ist aber egal, dass du die gleichen wieder hinlegst. Ach, du hast ja 4 Karten. Ich habe der Karten 4. Okay, dann muss ich ja nur die beiden aussuchen, die du weglegst. Genau. Und das sind folgende. Ja. Das sind die Beine. Nein. Aber der Unterleib. Ja. Siehst du? So, reicht doch. Ach nö. Ach nö. Ich habe eine Stärke von 8. Ziehe eine 7. Dann habe ich 15. Oh Gott. Und das aufmerksame Publikum und die wissen, der fixe Fabian, der weiß schon, dass das eine 3 ist. Mäßig ist. Bedeutet, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe auch schon wieder vergessen. Ich habe 15, du hast 6. Ja, der ist hin. Der hat nämlich nur 4 und jetzt ist Apagado den Hot zerrissen. Den Hot zerrissen. Ja, moi. Prima. Nee, eigentlich nie. Nun überlegst du dir jetzt einen Konter. Ja, brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Ich aktiviere meine Bonaccia, mache einen hinterhältigen Angriff auf die dicke Bertha. Die dicke Bertha. Die dicke Bertha. Weil ich es kann. Ja, dann tue dies. Genau. Sonst, weil wenn die nämlich gesungen hat, ist das Spiel vorbei, habe ich gehört. Mhm. Ja, also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das reicht. Ja,
sind 15 CMs und ich laufe dir hier schön in die Seite. Okay. Und hau dir eine rein. Diesmal habe ich aber wirklich sogar hier 4 Attacken, weil ich bin nämlich noch Fechtmeisterin. Das wird ein Spaß. Gut. Ich hau dir auf den Unterleib. Treffer. Cool. Ich hau dir auf den Torso. Treffer. Ich hau dir auf den rechten Arm. Ja, die müsste ich ja dann jetzt alle haben, habe ich. Und wenn unsere Zuschauer aufgepasst haben, heute ist ja der Tag. Der Fußausmessen. Auf die Beine. Ja, habe ich doch. Siehst du? Da, am Tag des was? Fußausmessens? Ja, misst deine eigenen Füße aus. Da schützt man natürlich die Beine. Richtig. So, aber ich möchte dir gerne den Unterleib wegnehmen. Ja, okay. Ich habe eine Stärke von 7 plus Gift plus eine schöne 6, bedeutet 13, 14. Ich habe einen Widerstand von 3 plus 5 sind 8. Ja. Sind 5 Schaden. Aller. Ja, genau, aber kritisch, aber die ist zäh und so ein Zeug, ne? Ja. 5 Schaden, 1, 2, 3, 4, 5. Und die ist zäh, also bei einer weißen Karte gibt es keinen kritischen Treffer. Esther weiß. Oh, 10. Du wusstest, dass sie kommt. Du wusstest, dass sie kommt. Ja, ich hätte sie jetzt vielleicht für einen Angriff gebraucht, aber. Ja, aber so ist das, da kann ich ganz gut mitleben. Denn jetzt ist das Spiel wieder offen, auch die Zuschauer wissen nicht mehr, was für Karten gezogen werden. Keiner weiß generell irgendwas. Genau. Also ich muss auch nicht testen, ob ich fliehe oder so. Dann können wir locker flockig weitermachen. Oh ja. Big Jenny wird einmal auf die Bonaccia hauen. Ich bitte drum. Zwar den Torso. Den Hatter. Hattersee. Und Tag des Fußausmessens, die Beine. Beine! Hat er auch? Ich schau nochmal drauf. Den ersten treffen wir nie. Raschel, raschel, raschel. Ja, das ist ja auch nur, um den Gegner zu verwirren. Genau. Okay. Oder? Okay, ja. Ich hab. Okay? Ja. Fertig? Ja. Torso. Hatter. Hier, Torso. Hat er auch, tatsächlich. Und natürlich die Beine. Beine! Fein. Mein Miedo möchte jetzt hier gerne noch ein bisschen mitmischen und macht einen Sturmangriff auf die Tiradora. Da haben wir erstmal furchterregend. Genau. Und ich laufe so bis um die 10 rum. Also kein Bonus, aber bringt ja nichts. Ist auch egal. Ich habe die Karte schon reingehalten. Ich bestehe. Moral wird 7 und hab eine 6 gezogen. Ja, das ist doch schön. So, jetzt haust du drauf. Ich hau dir so drauf. Dann tu mal. Ich, Torso. Treffer. Köpf. Hab ich. Unterleib. Hab ich nicht. Schön. So, jetzt spiele ich aber Blenden. Hab ich nämlich vorhin vergessen. Und versuch den Angriff durch eine Karte mit einer Dublone abzuwenden. Okay, falls ich dich treffen täte, nehme ich den Unterleib. Ja, aber du tätest mich nicht treffen. Nee. Denn ich habe eine Dublone gezogen. Ach, du bist so ein alter Lumpi, du. Was soll das? Ja, schön. Bleiben wir mal im Getümmel hier. Das ist ja richtig spannend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich aktiviere Lieutenant Krat und schiebe ihn hier in den Nahkampf. Ich gehe sogar nach hinten. Nee. Ein geiler Typ bin. Das ist ja noch viel mehr fieser. Das ist ja noch viel mehr fieser, denn du hast schon 2 Verteidigungskarten ausgesucht und hast nur noch eine. Das Leben ist eins der härtesten. Insofern treffe ich dich auf jeden Fall. Ich nehme die Links-Rechts-Kombination. Ah, ich nehme den klassischen Unterleib. Den klassischen Unterleib. Siehst du, treffe ich dich links und rechts. Das ist eigentlich egal bei dir, ne? Ja, rechts ist stärker. Dann nehme ich rechts. Oh. Rechts ist der stärker Arm, links hat keinen. Nimm meine Stärke an. Krut hat noch sage und schreibe eine Stärke von 8. Ach, hau ab, ey. Komm. Plus 5 sind satte 3, so, und ich 10. Unnormale. Du hast 5. 5. 8 Schaden. Ja. Nimm weg. Das ist doch doof. Du sollst doch die Mission spielen, nämlich nicht verhauen. Ja, ich gehe ja mit Clara Cadora, gehe ich ja zurück. Ja, dann mache ich das jetzt auch gleich. Einen hat er noch. Und das ist der Spader und der geht. 20 cm. Das ist jetzt nicht feige, sondern das Missionsziel. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, nachdem so ziemlich gar nichts von dem funktioniert hatte, was ich machen wollte, mache ich jetzt mal das, was geht.
Die unerschütterliche Tiradora haut auf Miedo, Amoria. Da, Muerte. Muerte. De la Noche. Kopf. Das ist schön für dich. Trifft? Ja. Wieso verteidigst du den denn nicht? Weiß ich doch nicht. Torso. Hatta, tatsächlich. Okay, Treffer in den Kopf. Jetzt halte ich fest, Stärke 6 plus eine 4. Sind wir bei 10. Okay, und ich verteidige mich mit einer 9. Ja. Und einer 3 macht eine 12. Ja, ist mehr. Ist okay. Ist okay. Ich hau mit der zweiten Attacke halt nochmal drauf. Oh. Und zwar nehme ich da Ditte. Ja. Bitte. Okay. Unterleib. Hast du nicht? Nein. Schütze die Eier. Torso. Hatta. Ja, Unterleib reicht. Wieder grandiose Stärke von 6. Plus 7 sind wir bei 13. Und ich verteidige mit einer 5 plus einer 3 sind 8. Bedeutet der Schaden 5. Der Schaden 5. Ekelhaft. Gucken wir mal, ob kritisch in den Unterleib. Ich ziehe eine 4. Kritisch in den Unterleib. Ach, mein Gott. Jetzt geht halt aber hier bergab wieder mit der... Also. Schreibt mal unterm Battle Report, ob euch das Reinschmeißen der Karten erschreckt. Wir wollen ja nicht für Infarkte sorgen, dann machen wir das anders. Manchmal kommen sie von da oder von da. Und? Nein, ist auch egal. Siehst du, ist er nicht? Furchtlos ist er ja nicht, ne? Nee, ist er nicht, aber ich habe noch ein weißes Fältchen über. Ach, schade. Ach, Gott sei Dank. Schade. Ja, ich hab nichts mehr. Du hast nichts mehr? Du hast mir wieder alles kaputt gemacht. Ich das ist echt hart ärgerlich. Clara Cadora, dann machen wir direkt mal on the fly. Die steht ja, hier irgendwo. Fly mal on. Da ist er. Genau. Die wird sich schon mal mit einer komplexen Aktion Richtung Heimat bewegen. So. Faul. Ich halte die aber noch hin, den Petto vielleicht bräuchte ich ja nochmal. Und damit endet die Runde 3. Ja. Wir sortieren uns und kommen gleich wieder. Fertig. Wir sind erst in Runde 4. Genau, und ja, der Fabian hat mir schon ordentlich Schaden gemacht. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Vielleicht habe ich ja wieder Glück und ziehe einen Schatz. Oh je. Ich bin bei 11 insgesamt. Ich bin bei mehr. 8 plus 8 und 16. Das heißt, du hast die Initiative und ich guck mir. Komm, wir machen das wieder gemeinsam. Gucken uns wieder die Karten an. Tut mir leid, ich habe ein bisschen zu nah rangezoomt. So, ja, du hast zittrige, feuchte Hände vor Freude. So, merkt euch das mal. Das Problem ist, ich kann mir das wirklich nicht merken. Ich muss gleich wieder vergessen. Soll ich mir die merken? Ja. Okay, reicht. Ich aktiviere mein Miedo und hau deine Tiradora auf den Kopf drauf. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich hau dich. Sag mal was. Bist du bereit? Hm? Ich hab einen Dörso. Treffer. Cool. Und einen Unterleib. Hab ich. Okay, Torso reicht mir. Komm, dicke Zahl. Stärke 10 plus? Die 2. Ihr wisst es, genau. Ich habe einen Widerstand von 2 plus die 6, die wir vorhin ja gesehen haben, sind wir bei 8. Das heißt 4 Punkte Schaden. What? Ja, du hast 12, oder nicht? Achso, ja. Ja, ich habe 8. Sorry, ich war falsch. Für 4 Punkte Schaden. Ah, ich habe das gekriegt. Das ist cool, merkt euch das. Habt ihr es gesehen? Hab ich es nicht gesehen? Ja, stimmt. Dann gucken wir heute weg. 4 Punkte Schaden. Guck mal, ob kritisch. Ja, sehr gerne. Aber du weißt ja schon, was da ist. Eine 9, ja. Ist leider nicht kritisch. Nein. Genau. Ich muss jetzt testen. Ja. Auf die 4 und ziehe eine 5. Das ist natürlich blöd. Ihr wusstet es. Dann laufe ich. Ihr wisst es nicht mehr. Nee, jetzt wissen wir es nicht mehr. Und zwar 7 cm weit und ich kriege einen Schätzchen dabei. Oh. Fliehmaßband. Wie ist das mit dem Nahkampf fliehen und lösen und nachschlagen? Nein. Tschüss. 7 cm. Kannst du die mal schieben, bitte? Ja. Wer seine Tiradora liebt, der schiebt. Der schiebt. Ja. Ey, dann habe ich ja noch einen, ne? Du hast nur einmal draufgehauen, ne? Tatsächlich. Ja, aber jetzt kann ich ja nicht mehr so viel machen hier, so, ne? Was mach ich denn da? Ja, dann aktiviere ich den Miedo einfach mal. Mal ein Fliehenmarker. Ne? Ah. Und stell mich so da dran.
Ich aktiviere derweil mal den Lieutenant Krat. Ja. Der wird sich jetzt mit seiner einfachen Aktion hinten in den Rücken von Miedo bewegen. Wie möchtest du ihn gerne haben? So, dass er in den Rücken guckt. So ganz so. Derweil reiße ich mal alles mit dem Maßband ab hier. Ist okay. Und dann werde ich ihn in den Rücken hauen. Allerdings hat er schon kritischen in den Unterleib und dadurch nur noch eine Verteidigung. Mhm. Das heißt, sogar ich treffe jetzt. Zwar nehmen wir den rechten Arm. Ja, den habe ich nicht. Und den Torso. Den habe ich auch nicht. Gut, dann nehme ich natürlich den rechten Arm, um seine Stärke zu schwächen. Spiele die Voraussicht. Ich darf mir jetzt die oberste Karte angucken. Okay, die lege ich dann nach unten. Aha. Und ich spiele Haare auf der Brust. Ja. Auf der sehr dürren, klapprigen Brust und kriege jetzt plus 2 Widerstand. Ist okay. Schadensermittlung. Die Karte ist sogar noch besser als die ich weggelegt habe, denn jetzt kriege ich einen Schatz. Oh, Freunde der Nacht. Ja gut, ich habe insgesamt 9. Oh ey, ohne Flachs, ich komme jetzt auf geschmeidige 15. Ja, ich würde sagen, das ging daneben. Das ging daneben. Damit kannst du überlegen. Brauche ich nicht. Nee? Die Bonacchon hauen ja ganz dollig auf den Dingens drauf. On the fly. Und dann würde ich nämlich sagen, daneben. Plus eine Verteidigung für mich. Ah, aber ich habe trotzdem 3 Attacken. Ja, ich habe 4 Verteidigungen jetzt. Ich bin ein Assassine quasi. Hä, wieso hast du denn 4? Ja, 3 Verteidigungen habe ich so. Boah, so fühlt sich das also an. Mhm. Gut, kriegen wir hin. Piraten-Assassine. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, sagst du. Kriegen wir hin. Hier, sie hat noch nirgendwo einen kritischen, weil sie ja richtig, richtig zäh ist, ne? Aber angekratzt ist er, ne? Die ist angekratzt, ja. Ist aber nicht schlimm, ich habe 4 Verteidigungen. Okay, was möchtest du denn machen? Ich hau dir auf den Unterleib. Oh, den schütze ich natürlich. Oh nein, ein Torso bitte. Oh, ich habe ein Torso. Ach Junge, und einen linken Arm. Nee. So. Das hätte so weitergehen können. Genau, ich habe eine Stärke von 7 plus meine Karte, das sind dann 6, macht ja. Plus 1, 14 Schaden. Ja, ah ja, durch Gift, ne? Genau. Big Jenny hat einen Widerstand von 3 plus die 3 sind 6. Dann heißt 8. 8 Schaden. Take it. 7 hat sie nur noch. Ja, das ist ärgerlich. Das ist allerdings ärgerlich. Das ist aber sehr ärgerlich. Ah, eieiei, ist da muy mehr ärgerlich. Ach, das war das deine erste Attacke? Ja, ne? Das war mein erster Streich. Und der zweite? Folgt zugleich. Ja, wenn die da schon rumstehen, dann. Mhm. Kann ich mich auch nochmal hier platzieren. So, da. Okay. Zack. Und damit hat sie fertig. Ich versuche Tiradora zu sammeln auf die 4. Oh, das war ein bisschen nah. Entschuldigung. Yeah, 4. Eine 4. Oder nein, 4. Und sie sammelt sich. Ah, toll. Kommt dieser tolle Fliehenmarker weg. Und wir schwenken mal rüber. Schwenken Sie mal rüber. Zu ich habe jetzt nämlich meinen Spada noch. Ja. Der ist nämlich eine Bank. Ja. Ha. Und der läuft einfach mal ein bisschen weg. Bis zum Rand. Genau. Denn das gibt ja auch Punkte. Ist der schon angekratzt? Nein. Das heißt, es gibt sogar die vollen Punkte. Super volle Punkte. Und damit ist mein Zug auch komplett schon durch. Gut, ich habe noch Clara und Rubio und überleg mir mal das. Mach das. So, machen wir jetzt kurz und schmerzlos. Rubio bewegt sich in Richtung Heimat mit 20 cm. Komplex steht er hier. Mhm. Und die Clara hier, die verlässt dann jetzt auch das Schlachtfeld. Tschüss. Und sichert mir schon ihre Punkte, da sie leider einen Lebenspunkt verloren hat. Tatsächlich gibt es nur halbe Punkte. Okay, damit endet die Runde. Und wir kommen zu Cinco. Die Initiative für die nächste Runde. Ich fange an, ne? Ja, ja, ich habe nämlich letzte Runde gehabt. Zieh die 7. Oh, ich hab einen Schatz. Du hast einen Schatz, okay. Oh. Derweil kann ich mir die beiden Karten angucken und die anderen mischen wir einfach da drunter. Genau, und ich mach hier, ich hab nicht das bekommen. Achso, ich gucke jetzt nicht hin. Ach so, egal. Ich aktiviere Lieutenant Krat und hau Miedo in den Rücken. Eine Verteidigungskarte. Ja.
Das ist schon sehr ärgerlich. Hast du sie gewählt? Ja. Kopf. Nee. Linker Arm. Nee. Dann wähle ich den Kopf. Ja, ich mache hier... Achso, ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt machen? Kann ich das jetzt machen? Du kriegst schlapp machen. Mit minus Stärke Nahkampf. Er ist nämlich so slapp. Okay, also minus 2 auf die Stärke. Dann rechne ich das jetzt direkt ein. Dann habe ich nicht Stärke 8, sondern Stärke 6. Ja. Plus die Karte. Ja, ich habe sie euch jetzt nicht gezeigt. Ja, ja, das ist bestimmt hart fies. Plus die 8. Sind wir bei 14. Ah, ich habe eine 4 gezogen. Ja. Plus eine 3 sind 7. 7. Also 7 Punkte Schaden und damit ist Miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punktlandung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, verdammt. Okay, du kannst auch nochmal zählen. Das ist eine Punktlandung. Ich glaube, die Zuschauer haben das nicht miterleben. Gut, dann hauen wir doch mal weiter mit der zweiten Attacke auf die gute Bonaccia. Sag's auch nur du. Oder? Oder? Jetzt ist der kaputt. Ich wollte doch noch was machen. Manu. Ja, bringt ja nichts. Bringt zweiten Aktion. Nichts. Geh doch hau bitte. Mal drauf. Ja. Okay. Ja. Ich hab. Du auch? Ja, ich hab. Rechts? Nee. Echt nicht? Beine? Ja. Okay, alles klar. Also treffen wir dich rechts. Ich habe jetzt wieder eine Stärke von 8. Ja. Plus die 5, sind wir bei 13? Ja. Ich habe eine 9. Ja. Bist du bei 12. Ein Schaden. Yeah! Oh nee, guck mal, ob kritisch. Nein, eine 4. Es ist nicht kritisch. Na gut. Aber sie gibt dir schon mal nicht mehr die volle Punktzahl. Das ist sehr gut. Stimmt. Ich habe jetzt echt, ja. Du hast noch nicht gedreht, ne? Ja, du hast Bonaccia und Dankeschön. Dankeschön. Ne? Genau. Ja, rette ich die Bonaccia jetzt, dann sind auch nicht mehr so viele Punkte. Möchtest du da jetzt direkt weitermachen? Ja, wir machen da einfach direkt weiter. Okay. Meine Bonaccia möchte dir gerne einen reinwürgen. Okay. Los, Fechtmeisterin, tu etwas. Ich habe gewählt. Okay, ich auch. Ich saß Bahn. Ich habe einen Unterarm genommen. Ja, triffst du. Ich habe einen Torso genommen. Ja, triffst du. Und einen linken Arm. Ne, den habe ich. Aha. Dann möchte ich gerne deinen Unterarm nehmen. Okay. Das klingt jetzt falsch. Ich habe eine Stärke von 7 plus das Gift plus eine 3 macht. Sieht man nicht, aber du hast es ja gesagt. Sieht man immer noch nicht. Jetzt. Du bist dann mit Gift bei 11. Auf 10, auf 11, jawohl. Okay, ich bin mit Widerstand und der 7 bei 10. Und dann kriege ich eigentlich nur den Giftschaden und kritisch in den Unterleib. Ja, bitte. Aber ich hau dich einfach nochmal. Ja. Immerhin 1 Schaden. Immerhin 1 Schaden, genau. So. Ich guck gerade, seht ihr nicht, aber ich habe auch keine Ereigniskarte, die mir jetzt hilft. Schade. Ja, ist auch richtig so. Dann... okay. Hast du? Ach nee, warte, ich habe kritischen Unterleib. Ich habe eine Karte weniger. Mist. Okay. Geil. Beine. Treffer. Kopf. Nein. Rechter Arm. Ja. Beine und rechter Arm, was willst du? Was hat der denn am rechten? Stärke 6 und die Bombarde. Ist das dann eine starke? Ja, dann möchte ich das gerne nehmen. Nee, die starke ist links. Ist egal, ich nehme trotzdem rechts. Ich nehme den rechten Arm. Ja. Und krieg einen Schatz. Ach, sehe ich nicht. Eine 1, ja. Eine 1. Also habe ich ganze 9 Schaden, mache ich. 9 Schaden hast du. Ich habe Widerstand 3 und die 9 sind wir bei mehr. Aber durch Gift kriege ich den. Genau, und der kritische ist mir sicher. In? Im rechten Arm. Ich critte dich jetzt einfach kaputt. Ja, ich merke das schon, aber du hast keine Attacken mehr. Nee, Freund. Ich habe leider fertig. Genau, dann nehmen wir nämlich die Tiradora. Denn ich bin ja dran, wir bleiben direkt live im Geschehen. On Cam, gehen hier auf den kürzesten Weg in den Nahkampf. Ach, du bist nicht gemein. Haue dich dann mit der Aktion. Ja. Habe jetzt 3 Angriffskarten, du 4 Verteidigungskarten, was aber nicht schlimm ist. Denn ich werde dich treffen. Wir haben uns doch heute schon getroffen.
Ich nehme die drei und werde es bereuen. Okay. Nein, denke ich nicht. Unterleib. Hat er. Rechter Arm. Nee. Ist er? Linker Arm. Nee. Beide nicht? Nein. Rechts, links. Dann nehme ich, weil das bei ihr egal ist, den rechten. Okay. Die Radur hat eine Stärke von 6. So, plus die 8. 14. Gott. Ich komme auf eine 9. Ja, da. Ja. Fabian macht das. Also 5 Schaden. 5 Schaden nochmal. 1, 2, 3, 4. Oh, ich muss einen Moraltest machen. Auf die 7. Aber guck mal erstmal, ob kritisch ist. Ach so, ja, stimmt. Bitte? Ja, mit einer gezogenen 2 kriege ich nicht nur eine Ereigniskarte, sondern du auch einen kritischen Treffer. In den rechten hast du gesagt, ne? So, ja. Schön. Ich mache einen Moraltest. Ich mache hier, ich nehme Medizin, dass ich plus 2 auf meinen Moraltest kriege. Oh, dann bist du bei einer 9, ja? Ja, und die brauche ich auch. Weil ich habe eine 9 gezogen. Was ein Leben. Ja, cool. Alles in Arsch. Du bist. Nee, ich bin dran, ne? Genau. Schwenk mal hier rüber. Ich möchte zeigen, wie mein Sparda vom Feld geht. Bist du bereit? Ja. Pass auf. Ich aktiviere mein Sparda, ja, und er geht vom Feld. Das war's. Rubio läuft komplex nach Hause, 20 cm Richtung Feldrand. Dann stehen wir nämlich hier vorne. Ja. Und damit endet die Runde schon. Oh Mann. Wir sind dann in Runde 6. Ja. Wir sind wieder an dem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr wissen, wer die Initiative hat. Ist egal, Julian zieht zuerst. Genau, weil ich habe die Finger schneller dran. Genau. Ich krieg Schätzchen, aber du darfst anfangen. Yes. Das ist schön. Monaccia möchte Lieutenant Crutt angreifen, ja, aber da kommt Papagei Polly. Kekse! 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 Und du kriegst eine Attacke weniger. Oh nein. Eine Angriffskarte. Okay, dann lege ich eine ab, die ich nicht gezogen habe. Okay. Ich hau dir auf die Beine. Treffer. Und in Köp. Köp habe ich. Köp hasse. Also Beine. Wieder mal Stärke 7 plus ein Jiff plus eine 5, Marke 13. Oh Gott. Widerstand 3 plus die 10 nicht, die 5. Sind wir bei 8. Machst du 5 Schaden, ja? Und vielleicht kritisch. Mal gucken. Nein. Scheiße. Ich hab dir doch gesagt, ich critte den einfach nie. Und in die Beine oder was, ne? Oh ja. Okay, damit hat Lieutenant Crutt tatsächlich 3 Crits. 1, 2, 3. Und Bonacce hat noch eine Aktion über, die sie gerne benutzen möchte, um Tiradora auch noch umzunehmen. Einfach nur aus Rache für ihre gefallenen Freundinnen und Freunde. Die weil der Kaffeekränzchen ist verdammt geschrumpft. Nee, okay. Bau drauf. Natürlich kann ich. Ja, ich bin schon weiter. Hat die schon was? Nein, hat sie nicht. 2 Lebenspunkte hat sie noch. Ja, dann gucken wir mal. Bist du? Hast du? Nein, ich habe noch 6 Karten. Ich nehme. Würde ich auch gerne spielen. Ja, ich spiele auch alle 6 Angriffskarten. Verteidige ich, ja. Ach, aber der Papagei, der galtete nur für die Aktion. Ne? Das heißt, ich habe wieder Dry. Mhm. I take the left. Ja, habe ich auch. Und den Abdomen. Treffer. Und Dör so wieder. Treffer. Okay, dann möchte ich gerne einen Unterleib. Mhm. Ich habe eine 3. Bist du bei 11 mit Gift? Widerstand 2 und 6 sind 8. 3 Schaden. Nee. Ach, die hat ja nur noch 2. Wollte mich gar nicht hinsetzen. Ja. Und weg damit. Ja. Jetzt können wir das ja runterspielen, ja. Ja, ich habe nur noch Rubio, ne? Hm? Rubio läuft jetzt mal vom Feld. Komplex. Das ist Rubio. Das ist nicht weit. Hier ist Rubio. Endet das Spiel, wenn einer eine ganze Mannschaft weg hat? Also ich bin jetzt nicht mehr da. Du bist nicht mehr da. Ich konsultiere mal das Buch. Fabian. Ja, was war da los? Was war da los? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich die Kamera ausgeblendet. Ich weiß es nicht. Also Endergebnis ist die Bruderschaft mit 360 Ruhmpunkten und die Piraten mit 508. Die 8 Punkte kommen durch die halbierte Clara Cadora zustande. Ja?
Genau. Fazit zum Spiel. Also ich bin mal so dreist und fange einfach mal an. Das Szenario hat mir in der ersten Edition schon sehr gut gefallen. Jetzt in der zweiten Edition auf dem kleineren Spielfeld geht es natürlich direkt zur Sache. Volle Kanne. Direkt zur Sache, volle Kanne. Hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten von Anfang an Action. Habt ihr ja gesehen. Ja. Definitiv eine witzige Geschichte. Genau, aber vielen Ereigniskarten konnten wir das Geschehen auch noch so ein bisschen beeinflussen. Und ja, also mir hat es total Spaß gemacht, jetzt unabhängig vom Ergebnis. Ja, wobei im Endeffekt ist das ja auch nicht so viel Differenz, das ist ein Charakter und ein bisschen. Genau, ein Charakter und ein bisschen. Sag ich jetzt einfach mal so ganz frei. Ja, also ich muss auch sagen, das war echt wieder super. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe halt zwischendurch wieder mal die falschen Karten gezogen. Wobei am Anfang fand ich, sah es eigentlich ziemlich gut für mich aus, von der Aufstellung, aber irgendwie sind meine Charaktere auf einmal alle hops gegangen, weil der Fireman ist einfach Taktik-Genie. Also im Prinzip hättest du es natürlich sehr einfach haben können, mit einer hohen Bewegung abhauen können. Ja klar, aber ich wollte einfach ein paar Sachen mitnehmen, nur irgendwann habe ich den Absprung verpasst und dann dementsprechend kassiert. Und wenn du abhaust, kriegst du und keinen Schaden hast, kriegst du halt nur deine vollen Ruhmpunkte. Wenn du vorher noch einen Charakter von mir mitnimmst, kriegst du seine Ruhmpunkte auch noch dazu. Ja, ich habe ja lange rumgestochert irgendwie. Stoch an dem Nebel. Ja. Ja, hier vorne bei Rubio zum Beispiel, ne, da hat sich der Apagadorein ausgebissen. Ja. Und der Sparda, der mehr oder weniger auf dem Weg war, der hat dann die Kehrtwende gemacht, damit ich da zumindest noch ein paar Punkte abbekomme. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich auch gehofft, schneller mehr Schaden zu machen. Am Ende hat Bonacci ja alles niedergestreckt, irgendwie. Nur leider hat mich das vorher auch noch den Jedo gekostet, die Harlekin gekostet und direkt zu Beginn den Meisterassassin, was natürlich echt wehgetan hat. Gut, der stand aber auch reichlich. Ja, der war von Anfang an total umzingelt. Ich konnte hier im ersten Spiel so die Piratin direkt mit dem Instant Kill vom Jedo wegnehmen. Das war schon mal ganz nett, aber ja, im Tausch war das natürlich ein schlechtes Geschäft für mich. Aber durch die zufällige Aufstellung konnte ich da. Wir haben jetzt, also hättest du die Hälfte der Charaktere deiner Mannschaft zum Sammelpunkt gebracht, hättest du nochmal 50 Ruhmpunkte extra bekommen können. Das hättest du eventuell dann. Nee, hätte funktioniert. War ja auch der Plan, bis Mielo kaputt gegangen ist. Weil ich wollte mit den beiden eigentlich runter. War aber nicht so. Nein. Gut. Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zum Spiel, sozusagen. Nö, reicht auch, ne? Reicht. Für die Zukunft vielleicht. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was nicht so gut war, was wir besser machen können. Was mir jetzt selber aufgefallen ist, ist, ihr seht, wir haben hier einen Red Screen. Jetzt, wir sind jetzt umgezogen in das Spielzimmer und Aufnahmezimmer. Ja. Licht. Also vorher in der Küche, in der Kantine, da hatten wir noch irgendwie besseres Licht direkt über den Tisch. Also da muss ich noch die Lampe noch mal organisieren, dass wir es besser ausleuchten. Wir haben teilweise hier mit einer Hand Lampe über die Szene gehalten, um das besser ausleuchten zu können. Ich hoffe, das werde ich dann beim Schneiden sehen, dass man alles erkennen kann. Ja. Ja? Aber mit der zweiten Lampe sollte das der zweiten denke Lampe ich ganz gut gehen. Dann ist das mit dem Schatten auch nicht mehr so schlimm und wir müssen das Ding nicht ständig kippeln. Und irgendwie so hinbiegen, dass das mit der Beleuchtung funktioniert. Bin ich denke. Aber das wissen wir ja selber. Generell die Frage an euch, gefällt euch das eher so, wie wir es machen, dass wir quasi die Kamera umpositionieren und Szene für Szene filmen? Oder habt ihr lieber so eine Handcam? Wie heißt das? Handwackelcam? Keine Ahnung. Live-Action-Handcam, ungeschnitten quasi. Oder ist das so gut, wie wir das machen? Also rein film- und schnitttechnisch ist das jetzt von Vorteil, aber wenn ihr da was anderes sehen wollt, was eine Überleitung, wenn ihr was anderes sehen wollt, schlag mal vor, welche Mannschaften wollt ihr denn sehen? Also wir können euch mal eben erklären, was wir für Mannschaften in petto haben, in unserer Spielergruppe. Ja.
Von meiner Seite aus, ihr könnt jede Mannschaft haben, die ihr wollt, solange es die Bruderschaft ist. Richtig. DDR-Verhältnisse. Genau, also ich kann noch die Bruderschaft ins Feld schicken. Boah, die krass. Piraten von meinem Sohnemann, also eigentlich super. Mein Sohnemann heute erfolgreich gewonnen. Der schläft bestimmt sehr gut. Ein paar Söldner habe ich noch. Die kann ich ins Feld führen als eigenständige Mannschaft. Dann hätten wir ja noch den Sebo. Der hat Amazon und Kult. Amazon und Kult. Wen haben wir denn noch? Theoretisch haben wir ja noch den Mattes. Der hat die Armada mindestens. Der Uwe hat Piraten. Ja, aber der Armada. Der ist ein Top 8 Spieler. Der ist ein Top 8 Spieler. Den haben wir nicht mehr ein. Schöne Grüße an Uwe. Uwe, alles cool. Aber der Fabian hat bei dir zu viel gelernt. Das ist echt ärgerlich. Goblins bräuchten wir noch, ne? Und Debon. Wir hätten sowas. Weiß ich nicht. Wir fragen mal, also gerade die in unserem Spielerkreis, wenn wir jetzt was übersehen, wenn einer von euch Debon oder Goblin spielt, schreibt das mal drunter. Dann machen wir da mal einen Battle-Report zu. Der Franz hat. Den können wir auch mal. Den können wir auch mal anhauen mit dem Battle-Report drehen. Also wie findet ihr das? Ja, nein, vielleicht. Ihr wisst es nicht. Gut, da können wir. Wir können auch einen Szenario-Wunsch drunter schreiben. Also sollen wir mal die. Wir haben ja im zweiten Regelbuch die generischen Wetterverhältnisse. Genau. Die wir zufällig ziehen können oder bestimmen können. Was haben wir denn noch an Szenarien? Rattenjagd oder Zombie-Oktopusse? Ja, ja. Wir können ja auch noch ein altes Szenario spielen. Genau. Aus den Kampagnenbüchern. Also schreibt einfach eure Wünsche unten rein. Eben. Ne? Und wir werden schon was daraus picken. Wir werden schon was daraus picken, genau. Ich glaube, jetzt haben wir genug geschwafelt, ne? Ja. Oder fällt dir noch was ein? Es war mal wieder schön, Freebooters zu spielen. Ich glaube, das letzte Spiel, was wir hatten, war ja die Einführungsrunde 2.0. Wo ich schon Sebo gespielt habe. Ja, ich weiß, aber ich habe einfach keine verflixte Zeit im Moment gefühlt. Aber heute Abend war mir das wichtig. Und wenn der Fabian einlädt, dann kann man nicht mehr hinlaufen. Er kümmert sich gut um seine Gäste. Außer beim Spielen. Dann zieht er da. Und in dem Sinne, abliken. Und so weiter.